Ja, halli, hallo und herzlich willkommen hier zu einem Spezialvideo heute. Heute werden wir mal uns nicht mit einem Let's Play beschäftigen, sondern mit einem Programm, mit dem man eine Minecraft-Welt erstellen bzw. bearbeiten kann, sich selbst malen kann und so weiter und so fort. Ja, und es geht heute um die Showplay-Welt Mithrundir. Da haben ja sich jetzt einige schon gefragt, wann es denn damit jetzt eigentlich weitergehen wird, beziehungsweise wo jetzt da neue Folgen bleiben. Und zwar hängt das einfach damit zusammen, dass ich die Welt gerade ein wenig vergrößere und sie etwas umbearbeite, dass wir eine viel interessantere und epischere Welt haben als jemals zuvor und wir viele neue Sachen bauen können. Und damit bin ich noch nicht ganz fertig mit dem Bauen und ich dachte mir, ich erkläre euch heute mal, wie das Programm World Painter funktioniert, für alle die, die das noch nicht kennen oder noch nicht richtig wissen, wie das funktioniert. Und wir werden mal gemeinsam ein bisschen an der Showplay-Welt Mithrundir heute ein wenig bauen. Das Lied muss ich jetzt mal weiterschalten hier. Zuck. So. Das klingt doch schon besser. Also mit Gesang, das ist einfach nichts. So, das hier ist die Oberfläche von World Painter. Wenn ihr das gedownloadet habt und installiert habt, dann sieht das Ganze so hier aus. Hier wird gleich eine Welt erstellt, in der man fröhlich losmalen kann. Ich gehe jetzt hier oben mal auf File und auf Open World und werde jetzt mal hier Mithrundir auswählen. Was ist jetzt eigentlich das Älteste? Ich glaube, das hier ist das Älteste. Da gehen wir mal rein. Das müsste die Mithrundir-Welt sein, wie sie ganz am Anfang war, bevor ich angefangen habe mit Bearbeiten. Oh ne, das ist schon die etwas neuere Variante. Moment, ich öffne nochmal eine andere. So zum Vergleich, was haben wir hier noch? Ich wollte mal versuchen, die alte herzukriegen, aber das geht anscheinend gar nicht mehr, wie ich sehe. Ihr müsst im Prinzip, wenn ihr jetzt eure Welt laden wollt, hier auf Import gehen. Dann auf Import Minecraft Map, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Hier sucht ihr euch dann die level.dat-Datei aus. Da geht ihr einfach in euren Ordner der Minecraft-Welt rein, zum Beispiel hier. Wählt die level.dat aus und klickt auf Öffnen. Das machen wir jetzt auch mal hier. Analysiere Map. So, jetzt ist er analysiert. Und hier unten habt ihr dann Options, die würde ich sein lassen. Der zweite, der hier angehakelt ist, der sagt im Prinzip aus, dass all die Gebiete bzw. Chunks, wo ihr bereits drin etwas gebaut oder gearbeitet habt, dass die Read-Only markiert werden. Das heißt, dass ihr da nicht aus Versehen irgendwie drüber malen könnt und dass es dann nicht eure Gebiete zerstört beim Updaten eurer Map. Ihr könnt auch alles als Read-Only markieren erst einmal und selber auswählen, wo ihr dann was bauen wollt. Ich lasse immer die Mitte ausgewählt, das zeige ich euch jetzt mal und dann klickt ihr einfach auf OK. So, ich muss mal kurz, glaube ich, niesen. So, da bin ich wieder. Ja, mein Schnupfen ist noch nicht ganz weg, leider. Das dauert ein bisschen. Und auch, wie ich sehe, dauert hier ein klein wenig das Importieren der Welt. Da können wir jetzt mal ein klein wenig warten, weil ich euch das zeigen wollte. Ja, bei mir dauert das so lange, weil, wie ihr ja auch auf der Live-Map bisher sehen konntet, gab es einen riesengroßen Ausschlag nach rechts auf der Welt, weil wir ja mal aus Versehen sozusagen ein Höllenportal benutzt hatten und in der Hölle hatten wir dann ein anderes gebaut und dann sind wir wieder rausgegangen und so weiter und so fort. Und da hat es dann eben diesen riesen Ausschlag in der Welt gegeben. Und der sah einfach nicht mehr schön aus, den habe ich dann auch rausgelöscht. Das allerdings, die Chunks löschen, habe ich mit Minecraft Edit gemacht, weil ich finde das Ganze da einfacher. Also gerade so zum Chunks löschen oder Chunks hinzufügen, benutze ich immer Minecraft Edit, das Tool. Falls ihr jetzt mal wollt, davon ein Tutorial zu sehen, kann ich das auch mal machen. Da kenne ich mich allerdings nicht so gut aus mit dem Programm, da weiß ich jetzt nur ein bisschen, wie man mit Chunks da umgeht und handhabt und alles andere, sämtliche Bearbeitungsarbeiten und so weiter der Welt, also neue Gebiete malen und so weiter, das mache ich alles hier mit World Painter und ja, das zeige ich euch jetzt mal hier heute in Ruhe. Ich kann euch ja schon mal ein bisschen die Oberfläche erklären, solange das hier importiert. Also hier oben links seht ihr, habt ihr Tools. Da gibt es die verschiedensten Tools. Hier zum Beispiel kann man eine Pyramide raisen aus der Welt raus. Das Wassersymbol hier bedeutet einen Raum bzw. eine Fläche, wo man draufklickt, mit Wasser zu füllen.
Klickt jetzt zum Beispiel in ein Tal rein, dann wird das Tal mit Wasser gefüllt. Klickt jetzt irgendwo auf einen hochgelegenen Punkt eurer Welt, kann es passieren, dass ihr die ganze Welt mit Wasser flutet, aber das kann man dann alles immer schön wieder rückgängig machen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Hier oben gibt es dann diesen, ja hier oben seht ihr diesen Pfeil zurück, diesen gewundenen, der sagt eben aus, dass man da zurückgehend machen kann, eine Aktion. Das Ganze kann man natürlich auch mit Lava füllen. Hier diese beiden Pfeile darunter zeigen im Prinzip an, dass man ein Gebiet erhöhen bzw. absenken kann. Hier kann man ein Gebiet abflachen. Dann das nächste Tool, etwas smoothen. Das solltet ihr ja schon kennen, wenn man jetzt sich einen viereckigen Berg gemacht hat und man geht dann mit dem Smooth-Tool drüber, dann gleicht das an die Umgebung etwas an, dass das Ganze eben weich aussieht, schöne weiche Übergänge hat. Hier kann man Berge hochziehen mit diesem Tool, mit diesem Dreieckstool. Da kann man hier noch auswählen, einen Brush, eine Form. Will man jetzt einen runden Berg aus der Welt hochziehen oder einen viereckigen und so weiter. Die Tools hier unten weiß ich jetzt gar nicht, was die bedeuten. Die habe ich noch nie benutzt sozusagen. Müssten wir mal schauen, wenn es fertig ist mit Importieren. Dann steht nämlich auch da, was das für Tools sind. Hier drunter haben wir dann den Layer-Bereich, da kann man eben anhaken, was man sehen will auf der Map dann hier, oder wenn man den Haken rausmacht, wird einem das eben nicht mehr angezeigt. Da kann man sich nur bestimmte Sachen anzeigen lassen, zum Beispiel zeigen wir nur Höhlen an, hier Caverns, da muss man alles andere ausstellen, den Haken rausmachen, dann sieht man nur die Höhlen der Welt. Oder Chasms, weiß ich nicht, was das ist. Chasms müssten doch eigentlich Minensysteme sein, oder? Wenn ich mich richtig entsinne, ich weiß es nicht. So, jetzt ist es hier fertig mit Importieren. So sieht dann im Prinzip eure importierte Welt aus. Nicht wundern, die hier habe ich jetzt schon mit Minecraft Edit bearbeitet gehabt. Also ich zeige es euch mal im verkleinerten Modus. Da könnt ihr hier oben auf die Lupe klicken, klein und groß. Also ich denke mal, die meisten von euch dürften jetzt Mithrundir schon erkennen. Und zwar dieses Gebiet in der Mitte. Das ist unsere eigentliche Welt gewesen. Da habe ich in Minecraft Edit nichts anderes gemacht, als die Welt viereckig auszuschneiden. Da, wo wir was gebaut haben und die Welt, die wir noch brauchen. Den Rest hinten, diesen langen Schwanz, der hier rechts war und so weiter, den habe ich alles abgeschnitten mit Minecraft Edit. Und habe dann mit Minecraft Edit hier noch einen Bereich außenrum gezogen. Das seht ihr hier schön bei diesem Viereck. Ich markiere hier mal was. Oder kann ich jetzt was markieren? Nee. Ach so markieren kann man direkt gar nicht. Ja, ihr seht auf jeden Fall in der Mitte dieses ausgestanzte Viereck. Das war unsere erste normale Showplay-Welt. Dann habe ich noch ein Viereck außenrum gezogen und habe noch die Welt rendern lassen. Da mir das allerdings etwas zu lange gedauert hat, habe ich dann beim nächsten Vergrößern, weil ich die Welt noch ein zweites Mal vergrößert habe, nur Flatland außenrum kreieren lassen, weil ich ja sowieso dann mit WordPainter drüber male. Das ging mir dann da einfach schneller. Das hier wird jetzt die Gesamtgröße unserer Map sein. Also ihr seht, die Weltgröße von der eigentlichen Mithrundir Map hier, die hat sich gut um das Doppelte vergrößert, wenn nicht sogar um das Dreifache. Und dann habe ich angefangen mit Malen. Das ist im Prinzip schön, da können wir hier mal ein bisschen malen. Im Prinzip seht ihr hier auch schon, wo ich mit Minecraft Edit, ich mache mal kurz ein bisschen ein anderes Lied, den ersten neuen Bereich hier außenrum erstellt habe, die ersten neuen Chunks mit 151, hat es mir hier oben eine Pilzinsel generiert und die wollte ich dann im Nachhinein möglichst drin lassen. Also wollte ich hier dann irgendwie einen schönen weichen Übergang machen, weil hier sieht man im Prinzip schön so kantig, wo die eigentliche Welt war, und dann geht es hier so kantig ins Meer über, das ist ja nicht so schön. Die Pilzinsel wollte ich auf jeden Fall später behalten und ich zeige euch jetzt mal erstmal ein bisschen, wie man malen kann. Ja, hier kann man zum Beispiel jetzt dieses Pyramidentool auswählen, hier oben links. Hier kann man sich eine Form auswählen und dann kann man hier so draufklicken und ihr seht, kleine Punkte entstehen. Da muss ich wahrscheinlich mal näher ranzoomen, weil ihr das sonst gar nicht erkennt. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, da ist ein kleiner Punkt entstanden. Wenn man gedrückt hält, kann man die Größe bestimmen und dann eben langziehen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze jetzt aussieht in der Welt, dann klickt ihr hier oben mal auf View und dann auf Show 3D View. Da zeigt es eine 3D View an von dem Bereich, wo ihr euch gerade befindet. Beziehungsweise müssen wir hier noch ein bisschen nach links scrollen, sehe ich gerade, ne?
So, und da hat es unsere Pyramide erstellt. Und wenn ihr hier oben auf das Schloss klickt, dann bleibt diese 3D-Ansicht immer im Vordergrund. Die könnt ihr euch dann zum Beispiel hier an die Seite stellen und könnt dann hier, wenn ihr hier malt, live mit beobachten, wenn ihr den Mauszeiger jetzt wieder loslässt, zack, wie es hier eure Welt im Prinzip malt. Und so könnt ihr euch dann anschauen und ungefähr ein Bild von machen, wie das dann später aussehen wird. Bäume sieht man hier leider nicht, aber ich denke mal, dass es so doch reicht. Hier könnt ihr euch dann noch die 3D-View als ein Image exportieren und so weiter. Da könnt ihr auch Maps draus machen und so weiter und so fort, wie ihr wollt. Hier könnt ihr zum Beispiel das Bild zum Spawnpunkt lokalisieren lassen, also hinschweben lassen. Was ist das hier? Move the view to the origin. Coordinates 00. Ach so, zu Koordinaten 00. Ja, je nachdem, wie man das möchte. Hier kann man das Ganze auch rotieren um 90 Grad. Dann haben wir hier noch ein Tool. Raise Pyramid. Raises a square pyramid out of the ground. Was war das hier? Raises a square but rotated Pyramid. Okay, was ist da jetzt der Unterschied? Weiß ich selber noch nicht genau. Schauen wir mal. Zack. Ah, okay, ja, wir sehen schon den Unterschied hier. Die eine Pyramide, die ist eben im Prinzip hier jeweils gerade und die hier ist etwas rotiert. Also da sind die wirklich, also Norden ist ja oben und hier ist eine Kante der Pyramide jeweils in einer Himmelsrichtung. Norden, ja, Osten, Süden und Westen. Und hier ist die ganze Pyramide etwas rotiert, dass man sie auch in verschiedenen Richtungen raisen kann. So kann man zum Beispiel ganz einfach Pyramiden in der Wüste erstellen, wenn man sie jetzt nicht selbst bauen will. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch aushöhlen lassen, wenn man denn möchte. Aber natürlich dann in Minecraft, nehme ich an. Ich glaube, hier kann man keine hohlen Pyramiden erstellen. So, dann haben wir hier das Wassertool. Sollte ja klar sein. Machen wir zum Beispiel mal hier die Pyramiden so ringsrum. Beziehungsweise ich nehme jetzt mal ein anderes Tool hier, das Bergtool. Und dann zeichnen wir jetzt mal hier Berge außenrum. So. So. Da haben wir jetzt hier so einen Kreis erhöht, beziehungsweise rausgestanzt aus der Erde. Und wenn wir jetzt auf Wasser klicken und dann hier rein, plups, füllt das uns eben mit Wasser. Wenn wir jetzt etwas hier höher klicken, plups, na, geht das nicht? Flooding, ah doch. Oh, jetzt hat er hier schon die ganze Welt geflutet, weil wir etwas höher geklickt haben. Wir haben hier auf einen höher gelegenen Punkt geklickt und natürlich ist das Flachland außenrum alles niedriger und somit würde er die ganze Welt fluten. Das machen wir mal wieder rückgängig. Zack. Also wenn ihr mal was falsch gemacht habt, kein Problem, kann man sofort wieder rückgängig machen. So kann man sich schöne Teiche anlegen. Das Ganze könnt ihr allerdings auch selbst malen, wenn ihr wollt. Wenn wir zum Beispiel nochmal einen Berg hochziehen und zum Beispiel mal hier so viereckige wählen. Zack, 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 zack. Ziehen die jetzt mal hier drin ringsrum. Schwupps, machen wir uns mal wieder so ein Tal. Ich muss schon wieder niesen, Moment. So, da habe ich schon wieder genossen. Kann sein, dass ich nochmal muss, egal. Jetzt könnt ihr auch im Prinzip hier eine Form auswählen. Also das hier oben, das Brush ist immer euer Pinsel. Ein ganz weicher Pinsel hier oben oder hart. Bei Wasser zum Beispiel kann man ruhig den harten nehmen. Mit dem Mausrad könnt ihr das zum Beispiel vergrößern oder verkleinern. Und dann könnt ihr hier unten bei Terror das Wassersymbol auswählen. Und könnt dann auch hier selbst Wasser reinmalen zum Beispiel, wie ihr seht. Das funktioniert also eigentlich auch ganz gut. Da können wir hier alles schön mit Wasser zumalen. Aber das ist eben nicht das, was Fluten ist. Ich nehme an, es wird ziemlich ungenau dann. Da könnte es offene Stellen geben und so weiter und so fort. Aber so kann man sich sehr gut Flüsse zeichnen. Ja, was gibt es denn eigentlich noch zu erzählen? Also wie gesagt, das hier ist das, die Intensität eures Pinsels. Wenn wir nochmal das Bergtool nehmen. Wenn wir jetzt mal den leichtesten auswählen, machen wir mal eine größere Pinselform, dann seht ihr, wenn ich drauf drücke, wird nur die Spitze ausgefüllt. Also je weicher ihr den Pinsel wählt, desto spitzer wird dann hier auch der Berg. Wählt ihr jetzt zum Beispiel den härtesten Pinsel aus, puff, so macht ihr eben eine richtige Kreisplattform. Also ihr merkt schon den Unterschied. Das Ganze gibt es natürlich auch mit viereckig, wenn man etwas viereckiger haben möchte. So zum Beispiel. Oder hier nochmal einen Berg hin. Schwupps, gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten. Und die werden immer größer. Jetzt verfärbt er sich schon braun. Das heißt, das werden richtig hohe Berge. Jetzt wird er schon grau.
Puff, seht ihr, das sind natürlich richtig hohe Berge. Die nehmen natürlich auch selbst ihre Form vom Terrain an. Das ist oben, je weiter oben man ist, desto, ja, steiniger wird das Ganze natürlich auch. Das könnt ihr natürlich auch selbst steinig machen, wenn ihr hier unten wieder ein Terrain auswählt, zum Beispiel Stein. Dann nehmen wir einen weichen Pinsel dazu und malen hier selber mal ein bisschen Steine drin drumherum, so, zack. Jetzt haben wir hier etwas einen steinigeren Berg, wie ihr seht. Und wenn ihr das Ganze jetzt schön weich haben wollt, klickt ihr zum Beispiel hier auf das Smooth Tool. Nehmen wir mal den mittleren Pinsel, machen das ein bisschen groß und dann einfach hier drüber rushen und ziehen das Ganze. Zack, 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 zack. Und wenn ihr loslasst, puff, seht ihr auch schon, wie es das Ganze hier an die Umgebung anpasst. Also so könnt ihr Sachen weich machen. Ja, was gibt's noch? Berge rausziehen haben wir gemacht. Ihr könnt auch etwas mit Lava füllen, zum Beispiel hier drin, zack. Jetzt haben wir dann einen Lavasee, beziehungsweise hier machen wir mal Lava und Wasser zugleich. Das dürfte ganz lustig sein. Hier können wir wieder Wasser hinmachen. Puff, ach, funktioniert nicht mehr. Jetzt flutet hier gleich wieder alles. Ja, machen wir mal wieder rückgängig. Keine Ahnung, wieso der jetzt hier alles geflutet hat. Wahrscheinlich, weil der auf der Lava das Wasser machen wollte. Keine Ahnung. Ja. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir zum Beispiel Frost. Wenn ihr auf Frost klickt, könnt ihr mit Linksklick irgendwo Frost hinmachen, also Schnee. Mit Rechtsklick kann man das Ganze wieder wegmachen. Also hier kann man schon schöne viele Sachen malen. Zum Beispiel hier schöne Schneeberge. Wenn wir hier zum Beispiel nur die Kuppe ein bisschen so machen, haben wir hier einen schönen Schneeberg. Das Ganze kann man natürlich noch realistischer machen. Hier kann man Höhlensysteme malen. Puff, puff, puff zum Beispiel. Puff, puff, puff sind überall Höhlen dann. Die kann man natürlich auch noch schön ausradieren. Weil ihr dürft nicht zu viel Höhlensysteme malen, weil überall, wo ihr hier lila seht, ist dann eben eine Höhle, beziehungsweise ein Höhlensystem. Und mit Rechtsklick hier radiere ich jetzt einige Stellen aus, sodass es wirklich nur ein Höhlensystem wird, voller Gänge. So. Also in dem Untergrund wären jetzt hier diese Höhlensysteme zu finden. Kann man sich eigene Labyrinthe malen, wenn man die Zeit und Lust dafür hat. Hier kann man sich zum Beispiel noch Bäume überall hinmalen. Puff, 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 puff. Da werden dann überall Bäume generiert sozusagen, wenn ihr die Welt dann rendert, beziehungsweise wenn ihr sie richtig wieder spielen werdet, werden hier überall ganz viele Bäume sein. Was gibt's noch? Hier Dschungelbäume, Nadelbäume, Sumpfgebiet. Ressourcen kann man auch verteilen. Zum Beispiel hier sollen überall Ressourcen vorkommen. Das wäre dann wirklich ein reines Ressourcenparadies hier. Ja, Biome könnt ihr auch verändern. Ihr klickt auf Biome und jetzt wird auch schon die Biomansicht aktiv. Hier können wir zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel hier oben Dschungelgebiet haben. Da seht ihr, wird das Ganze schon etwas dschungeliger. Da nehme ich immer gerne den etwas härteren Pinsel. Dann wollen wir hier daneben ja mal so Taiga-Gebiet haben. Und so könnt ihr schön auch eure ganzen Biome einzeichnen und die Biome verwalten. Wir können jetzt beispielsweise auch hier runtergehen. Und hier sehen wir auch schon die ganzen Biome der Map. Die können wir jetzt auch verändern, indem wir hier einfach drüber pinseln. Puff, hier wollen wir mal keine Wüste haben, hier wollen wir Taiga haben. Ist natürlich dann auch überall Sand. Den Sand müsstet ihr dann noch durch Schnee ersetzen, indem wir hier zum Beispiel ja, Frost nehmt und hier einfach mal drüber pinselt. Puff. So, den Sand könntet ihr auch noch ersetzen, indem ihr hier zum Beispiel Schnee auswählt oder Gras. Nehmen wir hier mal Gras. So, zack, zack, zack. Jetzt ist alles aus Gras, die obersten Blöcke. Und hier seht ihr auch überall schon diese Rautensymbole, diese Kreuzsymbole. Das sind im Prinzip Gebiete, die nicht bearbeitet werden können. Es sei denn, ihr macht, weil diese sind halt read-only. Alles, was mit Kreuzen hier überzeichnet ist, ist nicht bearbeitbar. Also wenn ihr zum Beispiel hier im Tal der Könige jetzt zum Beispiel drüber malen würdet, zack, 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 das können wir alles machen, das ist kein Problem. So, hier machen wir alles weiß. Wenn ihr jetzt die Welt updaten würdet, so würde das dann nicht weiß sein, weil die Read-Only-Gebiete, selbst wenn ihr drüber gemalt habt, die werden einfach ignoriert vom Merge-Tool sozusagen, was mit eurer Welt abgleicht. Das wird einfach gekonnt ignoriert. Da könnt ihr drüber malen, wie ihr wollt. Und wie ihr seht, wenn ihr Blöcke übermalt, werden auch nur Blöcke übermalt. Also nicht Wasser oder Lava, glaube ich. Genau hier kann man zum Beispiel da muss man nicht alles schön ausmalen, sondern ihr könnt einfach hier drüber ziehen den Pinsel und alles aus Schnee machen zum Beispiel. Jetzt hätten wir ein winterliches Tal der Könige. Alles aus Schneeblöcken. Ah, das wäre ja nicht schön.
Wenn ihr jetzt Read-Only-Gebiete wegmachen wollt, klickt ihr hier auf das Read-Only-Symbol und macht Rechtsklick. Und ihr seht, da verschwinden die ganzen Kreuze. Das heißt, jetzt wird diese Stelle mit dem Merchen eurer Welt, beziehungsweise mit dem Verein in eurer Welt, dann durchgeführt werden, das Update. Und es könnte sein, dass das Teil der Könige dann im Arsch wäre. Read-Only-Gebiete könnt ihr auch wieder hinzufügen, falls ihr wollt, ah, da will ich doch nichts updaten, da macht ihr einfach wieder Linksklick, zack, hier soll es überall nichts updaten, puff, dann bleiben die Gebiete so, wie sie sind. Ja, was gibt es noch? Eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die richtige Welt rein, die ich angefangen habe zu bauen. Ihr werdet gleich staunen wahrscheinlich. Also das hier ist die Showplay-Welt, wie ihr sie bisher noch kennt. Und ich habe schon einiges dran gearbeitet, das zeige ich euch mal. File, Open World, The Unsafe Chain, Do You Want to Save the World? Nein, das war jetzt nur ein Vorzeigebeispiel. Mithrundir, zack. Und da kommt auch schon epische Musik, passend. Ja, und hier seht ihr jetzt die aktuelle Mithrundir-Welt, wie ich sie bis jetzt erstellt habe. Hier habe ich links einen riesengroßen Ozean gemacht mit Pilzkuhinseln. Das Ganze geht dann über in ein schönes Festland. Hier oben haben wir dann eine richtige Winterregion, Winterberge, wo die Zwerge ihre Winterfesten aufbauen können und so weiter und so fort. Hier geht auch ein Fluss durch, das Gebirge durch. Hier unten seht ihr dann die eigentliche Showplay-Welt, die bisher war. Ne? Das dürfte jetzt jeder erkennen hier in der Mitte drin. Das Ganze habe ich dann hier um die Inseln erweitert, schönen Strand drumherum gemalt. Das Wüstengebiet habe ich natürlich noch erweitert. Und ja, hier unten habe ich dann noch ein großes Gebiet angefügt mit schönen großen Flusszuläufen. Und auch anhand der Biome, gehen wir mal in die Biomansicht, werdet ihr sehen, dass ich hier schon einige Biome gemalt habe, also hier überall Wüstengebiet und hier oben ist dann natürlich selbstverständlich alles Taiga-Gebiet. So, und hier unten habe ich mir gedacht, wir machen mal etwas größer hier den Zoom, weil die Welt ist schon ziemlich groß, wie ihr seht. Hier unten wird dann alles voller Bäume sein. Hier haben wir dann ein ausgedehntes Dschungelgebiet, was sich hier durchzieht. Auch diese Insel hier ist noch Dschungel. Und das Ganze können wir uns natürlich auch mal in der 3D-Ansicht ansehen. Besonders hier oben zum Beispiel, die Berge sind interessant, wie das aussieht. Guckt euch mal hier die Berge an, das war auch eine ewige Malerei, weil die ja relativ realistisch aussehen sollen. Machen wir mal den 3D-Modus, zack, so wird das Ganze dann aussehen, wie ihr seht. Ich mache mal den 3D-Modus etwas größer. So könnt ihr euch auch so groß ziehen, wie ihr wollt. So wird es dann hier aussehen, da wird es hier hochgehen in die Bergregionen. Hier haben wir gemeinsam mit Porkchop Media ein wenig gebaut gehabt. Und hier kommen dann die ganzen Berge, wie ihr seht, das ganze Schneegebiet mit einem Fluss, der hier runterläuft. Also wir können uns dann wirklich richtig epische Gebiete malen und auch nutzen in unserer Showplay-Welt. Bäume muss ich noch überall malen, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Und ja, so bin ich hier am Erstellen jetzt schon eine ganze Weile. So dass wir dann eine richtig epische Showplay-Welt haben. Und ich hoffe mal, sie wird euch dann gefallen. Und ihr habt Verständnis dafür, dass da jetzt keine Folgen mehr raus... Was ist eigentlich das hier für ein Bubbel? Im Wasser? Muss ich gleich mal nachschauen. Ja, das kann ja nicht sein. Was ist denn das? Scrollen wir mal runter. Wo ist denn der? Der ist neben der Insel. Hier links müsste es irgendwo sein. Der hier wird das sein, nehme ich an. Das ist ein komischer Bubbel, den werde ich mal etwas abflachen. Nehme ich hier das Abflachungstool und werde... Der hier müsste das sein, oder? Ist es der hier? Ja, das ist der. Flachen wir mal ein bisschen ab. So. Na, noch ein bisschen mehr. So, und die Lava hier, das sind im Prinzip Gebiete, die außerhalb des... die im Ozean vorkommen. Die machen wir mal wieder etwas zu... Ach, das wird nicht so richtig, wie ich das will hier. Wieder abflachen. Wieder etwas zumachen. Das hier flachen wir noch mal ein bisschen ab. Na, komm schon. Komm schon. Jetzt allgemein wieder etwas anheben. So, das sollte doch alles Wasser sein. Wieso ist das? Das flache ich jetzt mal hier anhand ab. So. Hätten wir das abgeflacht und kann ich das jetzt mit Wasser füllen? Ich nehme jetzt einfach mal hier die Wasserblöcke und mal da drüber. Nee, das geht nicht. Ich kann keine Wasserblöcke.
Was ist denn das für komisches Zeug? Das verstehe ich nicht. Dann werde ich hier wieder etwas anheben. Das Gebiet. Leicht, bis die Lava weg ist. So. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist mir sehr mysteriös, sehr komisch. Aber vielleicht, das sollten wir doch mit dem Upsmooth-Tool wieder etwas bereinigen können, oder? Ah, nicht ganz, nicht ganz. Wieso geht das nicht? Nehme ich hier mal die Ebene. Funktioniert auch nicht. Die etwas höhere vielleicht. Geht auch noch nicht. Die? Na? Das ist ja merkwürdig. Nehmen wir uns mal die raus. Jawohl, mit der konnten wir das schon teilweise etwas abflachen. Haben wir noch eine höhere Ebene hier? Irgendwo. Ich glaube, hier muss ich noch einen kleinen Berg drauf malen. Puff, 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 puff. Jetzt ist die Lava zu. So, und das Ganze flachen wir jetzt mal etwas ab hier. So, 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 so. Das sieht aber merkwürdig aus. Ich verstehe das nicht. Können wir das Ganze jetzt noch etwas abflachen? Absmoothen so direkt funktioniert jetzt auch nicht. Wie können wir denn am besten Lava entfernen? Wie können wir denn am besten Lava entfernen? Geht das über das Entfernungstool? Ganz einfach. Moment. Ich werde hier den Ozean mal etwas tiefer machen, so an der Stelle, dass hier diese Artefakte nicht mehr aus dem Wasser rausschauen. Also es kann sein, dass man hier ein oder andere Stelle hat, wo noch nachgearbeitet werden muss. Beziehungsweise wo eben Lava ist. Wenn wir das jetzt füllen mit Wasser, was passiert dann? Das geht nicht. Flooding. Oh, jetzt hat hier halb Mitrunde geflooded. Das ist nicht so gut. Rückgängig. Rückgängig. Schnell rückgängig. Ja, sowas kann man dann ja auch noch die Wasser... die Wasserprobleme, also Wasser lässt sich hier generell ein bisschen schlecht malen, finde ich. Lässt sich dann aber vielleicht im Endresultat neu machen. Beziehungsweise ich lade jetzt einfach mal den Stand von vorher, der hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich weiß es nicht, nein, keine Changes vornehmen. Ich weiß jetzt nicht, was es mit der Lava da auf sich hat, aber das werde ich dann mal mit World Edit bearbeiten, denke ich. Das geht dann wahrscheinlich doch etwas einfacher. So, und was werden wir heute machen? Ich dachte, wir machen heute hier unten ein wenig das Gebiet, malen wir ein wenig weiter, dass ihr mal seht, wie man Gebirge richtig malt. Und ja, dafür brauchen wir als erstes die 3D-View natürlich. Zack. So, so sieht das Ganze bis jetzt aus, also noch relativ unspektakulär. Hier wollte ich auch schöne Gebirge hinmalen und so weiter. So. Und um realistische Gebirge zu malen, nehme ich nicht einfach dieses Gebirgstool hier und ziehe mir irgendwelche Kreise raus und smoothe die dann. Nein, ich nehme mir einfach das Gebietserhöhen-Tool hier und wähle dann Noise aus hier oben. Das heißt, ich erhöhe das Gebiet mit Unterbrechungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Symbol wähle oder ich nehme den Circle, egal, dann erhöhen wir jetzt das Gebiet hier mit Unterbrechungen. Zum Beispiel, wie ihr sehen werdet, hier, so kann man auch Berge raushieven aus dem Untergrund. Ich mache das Ganze jetzt mal hier und die Intensity schraube ich etwas hoch hier. Das heißt, das Tool soll stärker anwendbar sein, dass ich nicht so ewig geklickt halten muss, um mir Gebirge zu ziehen. Und so kann ich hier auch schöne Gebirge rausziehen, wie ihr seht. Ohne jetzt da groß smoothen noch zu müssen, oder ich nehme mal hier dieses Tool. Das geht, glaube ich, etwas besser. So, und dann ziehen wir mal hier so ein bisschen was raus. Zack, und schon sieht das Ganze so aus. Ah nee, das ist falsch, was ich euch jetzt erzählt habe. Machen wir nochmal rückgängig. Ich habe ja hier, man darf hier ja keinen Pinsel auswählen, sondern nur dieses Noise-Symbol. Und das Noise-Symbol ist immer viereckig. So, und jetzt kann ich hier schöne Gebirge rausziehen. Ihr seht, das sieht jetzt auch schon etwas anders aus. Und hier sieht es jetzt auch schon realistischer aus, wie ihr seht. So, machen wir das Ganze mal rückgängig. Und zwar werden wir die Gebirge hier drumherum noch etwas anpassen. Die sehen noch nicht so ganz gut aus. Da ziehe ich einfach mal mit dem Noise-Tool oben drüber. So ein klein wenig. So, vielleicht hier noch ein bisschen. So. Jawohl, das sieht doch schon ein bisschen realistischer aus. Wie machen wir denn das am besten? Ich wollte hier wie so eine Art Bucht machen, wo man anlegen kann.
Und dann kommt man hier in so, ja, verschiedene Gebietsregionen rein. Das können wir mal hier so andeuten. Zack, zack, zack. Da noch ein bisschen Gebirge. Vielleicht da noch ein bisschen rausziehen. Jawohl. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Und ihr seht, wie die Welt jetzt so langsam entsteht. Mit Rechtsklick kann man wieder etwas absenken. Da machen wir hier ein bisschen flacher rein. Dafür würde ich aber immer das Begradigen-Tool eher nehmen. Und einen weicheren Pinsel zum Beispiel. Tun wir dann mal hier so. Zack, jetzt ist das hier wieder etwas gerader. Wenn ihr jetzt wieder etwas Neues drin haben wollt, kein Problem. Einfach nochmal kurz drüber gehen, so. Puff. Dann haben wir das Ganze jetzt abgeflacht und wieder etwas angeraut. Okay, die Gebirge da unten könnten aber noch etwas spektakulärer sein, wie ich finde. Da werden wir mal ein bisschen mehr was rausziehen. Vielleicht hier so noch. So ein etwas größeres. Ja, schauen wir mal. Ja. Ja, doch, vielleicht hier noch was Kleines. Ja, das wird doch so langsam. Das wird doch so langsam. Würde ich sagen, ziehen wir hier auch noch was raus. So. Hier halten wir ein bisschen gedrückt. Hier machen wir was Größeres hin. Das Ganze lassen wir dann leicht übergehen. So. Oh, das hat doch auch was. Das hat doch schon mal was. Ja, glaube ich, brauchen wir hier noch ein bisschen was daneben. So. So als Abflachung. Jawohl, dass es so übergeht leicht. Das Ganze können wir jetzt auch mal versuchen, noch etwas auszusmoothen. Ganz leicht natürlich. Schauen wir mal, ob wir das einigermaßen hinkriegen. Ah, das war schon zu viel. Rückgängig. Mache ich noch ein bisschen so. Oder bis ich... Ich glaube, ich brauche noch einen weicheren Pinsel hier. Schwupps. Ja, so. Ganz kurz drüber gezogen. Dass es nicht ganz so spitz wirkt an manchen Stellen. Da muss man natürlich immer die goldene Mitte sozusagen finden. Und ich würde sagen, noch ein paar Steine kann das Gebirge gebrauchen. Auch so ganz smooth eigentlich nur. Und so ein bisschen verteilt hier drüber. Ah, das war vielleicht ein bisschen zu viel, oder? Machen wir mal wieder rückgängig. Nee, ich finde es eigentlich so gar nicht so verkehrt. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen so ein paar Steine ringsherum machen. Und das Ganze wieder mit Gras ein wenig betünchen. Ah, noch ein bisschen. Nur ein paar Steine so sollen hier rausgucken. Dann wähle ich nochmal den Stein aus. Und mach mal noch einen weicheren Pinsel. So, ja, das sieht doch noch was aus. Dann wird ein schönes Gebirge. Und ich würde sagen, hier würde sich doch eigentlich auch noch so ein Fluss ganz gut machen, der von oben vom Gebirge runter durch das Tal hier fließt und ins Meer rein. Das könnten wir auch mal probieren. Da nehmen wir wieder das schöne Abflachen-Tool. Einen schönen Kreis. Und zwar nehmen wir mal den hier in der Mitte. Dann vergrößern wir uns das Ganze mal, dass das Ganze nicht allzu groß wird, der Fluss. Der soll ja schön fein werden und machen einen schön möglichst kleinen Kreis hier. Das Ganze würde ich dann so hier anfangen lassen, denke ich mal. Und jetzt machen wir Rechtsklick, zack. So, und wie ihr seht, kann dann hier der Fluss durchfließen. Aber ich glaube, ich mache das nochmal rückgängig. Hier, das wird mir sonst zu tief, da muss ich die Intensity etwas runterschalten. So. Und das machen wir mal von hier oben. So, hier nach hier unten. So. Und der Fluss soll dann hier ins Meer laufen. Jawohl, so ungefähr. Das sieht doch ganz gut aus. Und hier nehmen wir uns dann noch das Wassertool und pinseln dann unser Wasser da rein. Natürlich mit einem kleineren Kreis und wahrscheinlich nochmal hier erhöht der Sichtradius, damit wir das auch genau treffen. So. Schön sanft malen wir jetzt und vorsichtig vor allem den Fluss da rein. So. Und der fing doch von hier an, nicht wahr? Ich glaube, hier können wir auch noch ein bisschen abflachen. Werden wir hier auch noch mal ein bisschen so, ja, ein bisschen größer, so. Hier werden wir noch ein bisschen abflachen, da auch.
So, sollte doch passen, oder? Ich glaube, das letzte mache ich mal wieder rückgängig, das auch. So, nochmal kurz drüber ziehen. So. Ah, das ist auch zu viel. Machen wir wieder rückgängig. So, das sollte eigentlich so passen, denke ich mal. Dann nehme ich mal hier wieder das Wassertool und male hier mal wieder vorsichtig so den Flussverlauf rein. So, hatte ich mir das vorgestellt, ungefähr. Ist aber auch nicht gerade sehr gut gelungen mir. So. Ja, vielleicht so. Das andere, das muss man dann wirklich, hier vielleicht noch ein bisschen Wasser. Das andere muss man dann wirklich live gucken und live in der Welt bearbeiten. Zum Beispiel mit World Edit, dass man das Ganze noch ein bisschen abflacht. Der Fluss könnte ein bisschen hoch sein, nehme ich an. Da können wir ja mal gleich noch das Smooth Tool nehmen. Und etwas hier das Flussbett ansmoothen. Weil das soll ja schön übergängig sein und nicht so abgehackt, nicht wahr? So, auch hier werden wir dann noch einen schönen Flussübergang bereiten. So, dass man es da nicht zu steil hat. So, ja, das kann man doch so lassen. Das sieht doch nach einem schönen Fluss aus. Und ja, ihr solltet jetzt wissen, wie das Tool ungefähr funktioniert. Also da kann man hier wirklich schöne, viele Sachen malen. Man kann sich viel Zeit lassen und die diversesten, coolen Dinge malen. Wir könnten zum Beispiel hier auch noch einen schönen See reinmalen oder wir malen von hier noch einen Fluss aus, der hier runter fließt in einen schönen See hier. Könnte man natürlich auch noch machen. Was können wir denn da noch machen hier? Ich glaube generell das Gebirge sollte wohl erstmal so passen. Aber ich hätte schon noch gerne irgendwie einen Fluss so von hier vielleicht nach unten. Wir werden das Gebirge auf der anderen Seite mal noch etwas anheben. Und zwar hier so leicht, beziehungsweise etwas größer. Den Radius machen. So, das sehen wir jetzt natürlich nicht. Da müssen wir mal hier die View drehen, die Sicht so. Ah, noch eins. Dann sehen wir das jetzt aus der Rücksicht sozusagen. Und wenn dann hier so der Fluss rauskommen würde, also hier so, der fließt hier runter und hier lang, dann hier durch vielleicht. Und hier vielleicht einen See hin, oder wo soll der See sein? Das wäre doch auch eine gute Idee, dann kommt der Fluss so aus beiden Seiten des Berges raus. Das fände ich doch mal noch gar nicht so schlecht. Spawn, change the spawn point. Nee, smooth, raise mountain, flatten the island. Nee, ich muss schon abmachen, also absenken das Gebiet. Und zwar wieder ganz fein möglichst. Deshalb ziehe ich mal die Intensity, die passt eigentlich so. Von hier lang. So ein Flussding runter. Passt das? Ja, das passt eigentlich schon. So, und der Fluss, der kann sich jetzt eigentlich so hier lang schlängeln ein wenig. So. Da seht ihr schon, der bewegt sich dann hier so durch, so lang. Und könnte dann irgendwo in einen See münden. Vielleicht hier so, oder? Wo machen wir denn das am besten? Ich würde sagen, der fließt dann hier in so einen See über. Na, noch ein bisschen abfluchen. So, und hier fließt das dann in einen etwas größeren See rein, würde ich sagen. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Dann werden wir das Ganze noch etwas smoothen hier natürlich. Natürlich werden wir das smoothen. So. So, dass das Ganze nicht zu krass aussieht. So, und hier müssen wir dann jetzt noch Wasser reinmalen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen tricky. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Zoom-Stufe näher ran, oder? Dass wir das auch wirklich genau malen. Zur Not müssen wir nochmal etwas abflachen. So, und ich würde sagen, das Wasser soll dann von hier runter plätschern. Und zwar hier lang.
So, genau. Und das soll dann hier lang fließen. Ich nehme mal den ganz harten Pinsel. So. Und da lang. Und da lang. So fließt das dann schön da lang, der Fluss. Und wie gesagt, das wird man bestimmt live nochmal ausbessern dürfen. Vielleicht hier noch ein bisschen die Flussebene tiefer machen. Das Flussbett so, hier auch noch so. Das ist halt hier etwas breiter. So. Das Ganze dann wieder hier schön mit Wasser ausmalen. So, oh, das ist, glaube ich, zu viel Wasser. Ich glaube, das war jetzt nicht gut gemalt hier von mir. Auch hier war es etwas zu dick. Also gerade wie man Flüsse malt, das Ganze ist natürlich tricky, 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 tricky. Da muss ich dann mal noch schauen, wie das dann in der eigentlichen Welt aussieht. Nicht, dass das dann einfach nur shitty Kacke aussieht. Und wir das vergessen können. So, aber wir haben auf alle Fälle mal einen Grund drin. Und jetzt möchte ich noch mehr abflachen. Und zwar hier einen schönen großen Kreis jetzt. Beziehungsweise jetzt hier so das Gebiet. Das werden wir so abflachen. So ein wenig hier so. So, hier kannst du dann die Form annehmen. Jawohl, und das kann doch hier in so einen schönen Fluss einmünden. So, das machen wir hier noch ein bisschen tiefer und da noch und da noch. So, ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und dann werden wir das Ganze noch mit Wasser ausmalen. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, flood, flood an area with water, das ist nicht ganz so gut wahrscheinlich. Doch, das ist doch alles abgetrennt hier, oder? Ich müsste doch jetzt hier draufklicken können. Jawohl, und der malt mir das aus. Kann ich auch hier draufklicken? Jawohl. Das wird schon besser. Das ist doch optimal, oder? Das hier wird schon... Na, das wird schon zu viel. Zurück. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen abflachen, das Gebiet. Na, das kriegen wir doch hin. Zack, 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 zack. So. Dann haben wir hier den See soweit completo mundo. Ja, das war's. So sieht der Fluss aus. Man könnte jetzt auch sagen, man tut hier das noch fluten und diesen Flusslauf komplettieren. Aber ich glaube, das wird sich dann in-game alles zeigen. Gut, machen wir mal wieder ein bisschen größer. Jetzt haben wir dann einen schönen See drinnen, kleinen. Oder ich glaube, der ist sogar etwas größer. Mal schauen. Und so nach und nach können wir die Welt verschönern. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Ich würde an dieser Stelle mal einen Cut machen. Wir haben hier schöne Berge reingebaut mit einem See. Und mal schauen, wie die Mithrundir-Welt dann am Schluss aussieht. Die werde ich euch dann noch live vorstellen, wenn sie fertig ist. Und wir weiterspielen mit schönen vielen Spezialgästen und hoffentlich epische Gebäude bauen. Bis dahin würde ich erstmal sagen, bleibt mir treu und bleibt wie ihr seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Ich speichere hier mal ab. Nicht vergessen. So. Und ja, ach, was ich euch noch erzählen will, falls ihr jetzt eure Welt so bearbeitet habt, dann müsst ihr einfach gehen auf Merge with Minecraft Map, beziehungsweise Export, falls ihr euch eine neue Minecraft-Welt gebaut habt, dann könnt ihr die hier als neue Minecraft-Welt exportieren. Wenn ihr jetzt aber eure bestehende Welt bearbeitet habt und die dann sozusagen, ja, updaten wollt, dann müsst ihr hier auf Merge Minecraft Map klicken und dann auf, ja, wish to continue, blub. Ja, und dann kann man hier auswählen, welche Welt, also die Level.dat wählt ihr dann hier aus, welche ihr synchronisieren wollt. Und hier könnt ihr dann auswählen, wollt ihr alles updaten, was ihr gemacht habt, oder wollt ihr jetzt nur Biomveränderungen updaten, oder wollt ihr jetzt nur Chunks ersetzen. Aber wenn man so viel gemacht hat, bietet es sich halt an, Merge Everything zu machen. Die Read-Only-Felder werden, wie gesagt, ausgelassen. Und dann, wenn es fertig ist, sollte eure Welt soweit spielbar sein. Ja, das mache ich jetzt aber nicht, weil ich noch lange nicht fertig bin. Gespeichert hatte ich ja hier oben. Das wird als dieses Word-File abgespeichert.
Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt mit treu und bleibt, wie ihr seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Und bis zur endgültigen, fertigen Map wird es auch nicht mehr bald weit sein. Hier rechts wollte ich noch ein schönes Gebiet hinmalen. Ein steiniges Gebiet, was eher an Mordor erinnert. Weil da sind auch schon schöne Gebäude eingereicht worden, die dann dahin passen und so weiter und so fort. Mal schauen. Auf jeden Fall wird sich noch einiges tun hier. Das wird nicht das Ende gewesen sein. Und ich hoffe, euch gefällt die Welt soweit und wir werden uns schon eine richtig schöne, geile, epische Welt hierher zimmern. Und ja, dann verabschiede ich mich von euch. Tschüss und bis bald. Euer Keltorio. Ich schließe das Programm hier gleich und tschüss.